Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute werden wir uns mal an die neue Hauptquest machen, die uns dann nach Golden Hills führt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Das ist wirklich komisch. Normalerweise wird das Tor nach Golden Hills Valley immer Anfang Frühling geöffnet. Jedes Jahr zu dieser Zeit öffnet der Bürgermeister des Fischerdorfes am Westkap das Tor. Das scheint aber nicht passiert zu sein. Du willst vielleicht wissen, warum das Tor im Winter geschlossen wird? Also, das Tor nach Golden Hills Valley ist im Winter geschlossen, da zu dieser Zeit geheimnisvolle Schneegeister und andere gefährliche Winterkreaturen ihr Unwesen treiben. Wenn wir das Tor geschlossen halten, können sie nicht nach Silverglade gelangen. Diese Wesen sind gefährlich und erschrecken Kinder und Pferde und müssen deswegen mit Vorsicht behandelt werden. Okay. Ich weiß nicht wirklich, wie man das macht. Bürgermeister Klaus öffnet und schließt das Tor mit dem Schlüssel zur Stadt, den er immer um seinen Hals trägt. Vielleicht hast du sein Gemälde im Schloss gesehen? Nicht? Reite zum Schloss und schau dir das Gemälde an. Es befindet sich direkt rechts, wenn du reinkommst. Wer weiß, vielleicht inspiriert sich das Ganze zu einer Lösung für das Dilemma. Ich denke inzwischen selbst nach. Ja, reiten wir da noch einmal hin. Mit unserem neuen Pony. Ich habe schon, was heißt gelevelt, eigentlich eher so die Quests und täglichen Aufgaben so ein bisschen gemacht. Und bin eigentlich bis jetzt sehr zufrieden mit dem Pony. Also es gefällt mir wirklich sehr gut. Ich bin auch sehr zufrieden mit unserer Fellvariante, die wir uns ausgesucht haben. Und auch, ich finde das Set passt auch super, auch wenn es ein Wallach ist. Kann trotzdem lila tragen. Das Gemälde zeigt Bürgermeister Klaus in Golden Hills Valley. Der Schlüssel zur Stadt hängt an einem Band um seinen Hals. Der Schlüssel zur Stadt, der das Tor öffnet. Das Gemälde ist wirklich detailreich. Es sollte sogar möglich sein, einen Ersatzschlüssel davon zu machen, wenn man ihn kopiert. Ein Foto. Das sollte ich dem Ratsmann vorschlagen. Dann machen wir das doch. Ich glaube, wir fragen dann Konrad, ob er den Schlüssel nachmacht. Ich meine, wen auch sonst. Aber ich glaube, irgendwie so war das. Und ich glaube, da müssen wir auch schon wieder einen Tag warten. Also, das ist ein bisschen blöd. Deine Idee ist es also, den Schlüssel auf dem Gemälde zu fotografieren, um dann davon eine Kopie anfertigen zu lassen, mit der wir das Tor öffnen können? Das ist wirklich brillant. Du glaubst, dass du eine Kamera von James leihen kannst, um ein Foto von dem Schlüssel zu machen? Okay, reite nach Fort Pinter und frag den kleinen Racker mal. Machen wir, aber wir fahren da jetzt hin. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, jetzt nach Fort Pinter zu reiten. Wir wollen zwar eigentlich Geld sparen, aber ich glaube, wir kriegen das Set sowieso nicht mehr zusammen. Was zwar schade ist, aber dafür haben wir einfach noch nicht die Möglichkeiten, so viele Schillinge am Tag zu verdienen. Das wird dann anders, wenn man dann in Epona die Archäologie hat. Dann ist das alles viel einfacher. Du willst meine Kamera leihen? Okay, Aglaya, du kannst meine Kamera leihen, nur weil du es bist. Sobald du das Foto gemacht hast, musst du sie allerdings zu Derek von der Post in Silverglade bringen, da er sie auch leihen will. Außerdem glaube ich, dass er das Bild auch für dich drucken kann. Sie sollten zumindest die Möglichkeit dazu bei der Post haben. So, jetzt lassen wir uns einmal abholen und reiten dann von da aus kurz nach Silverglade. Dann ist es nicht ganz so weit. Ja, wir haben momentan so einiges zu tun. Wir können jetzt nach Golden Hills, was wir gerade machen. Wir können theoretisch auch die Quest nach Dundal anfangen. Was ich jetzt aber erstmal noch nicht machen werde. Weil Golden Hills ist mir einfach wichtiger. Denn wenn wir nach Golden Hills können, können wir dann zu Halloween, wie ich auch schon tausendmal gesagt habe, diese Events überhaupt erst, also dieses Kürbissuche und alles machen. Und, sorry, ich muss gerade gehen. Ich liebe das Halloween-Event und ich möchte das gerne vernünftig spielen können. Und deswegen bin ich auch richtig froh, dass wir das jetzt vorher noch einschalten können. Deswegen werde ich das auf jeden Fall noch machen. Und danach müssen wir mal gucken, um was wir uns dann kümmern. Ob dann Dundal direkt als nächstes kommt oder wir vielleicht erstmal nochmal was anderes machen.
Das muss ich mir dann noch überlegen. Ich muss ja erstmal gucken, wie lange die Quest nach Golden Hills und alles jetzt hier dauert. So, meine Tasche ist so voll. War aber gefühlt nicht so die schöne Qualität. So, jetzt einmal zur Post. Ja, mein letztes Pferdekauf-Video ist ja doch wieder ein bisschen kleiner ausgefallen. Ich weiß nicht, warum, aber also ich habe wirklich viele Pferde auf meiner Wunschliste. Ich kann euch die auch gerne mal zeigen. Also da mal ein Video drüber machen, über meine Pferdewunschliste. Aber ich wollte jetzt erstmal nicht so viele Pferde kaufen, weil ich auf meinem anderen Account noch so viele Pferde auch zu leveln habe. Und auf dem Account bin ich ja eh, was die Starcoins angeht, ein bisschen begrenzt. Und ich habe immer gerne so einen kleinen Puffer, falls irgendwas Begrenztes, also zeitlich Begrenztes reinkommt. Deswegen wollte ich da jetzt auch nicht noch mehr kaufen. Aha, endlich kann ich James' Kamera leihen. Ich bin ein sehr fleißiger Fotograf, musst du wissen. Bevor ich hier bei der Post angefangen habe, habe ich für zahlreiche große Modemagazine fotografiert. Ich war sogar der Erste, der Anne fotografiert hat, als sie in Jorvik zur Schule ging. Du willst, dass ich das Foto ausdrucke? Na klar, mache ich das für dich. Das ist natürlich gratis. Normalerweise nehmen wir 15 Jorvik-Schillinge pro Ausdruck. Schwupp, schon fertig. Was für ein schönes Bild von einem gemalten Schlüssel. Sehr schön. So, gehen wir damit wieder zum Ratsmann. Na, sieh mal an, das ging schnell. Und gut ist es geworden. Ich habe überlegt, wer einen Schlüssel von einem Foto nachmachen kann, aber mir ist niemand eingefallen. Wir haben ja keinen Schlüsselmacher hier. Fällt dir jemand ein? Ah, daran habe ich natürlich nicht gedacht. Du hast recht. Konrad Marsden in Moorland ist natürlich ein Schmiedemeister von hohem Rang. Gut, dass er dir eingefallen ist. Bring das Foto zu ihm und frag ihn, ob er eine Kopie des Schlüssels anfertigen kann. Wenn alles klappt, dann viel Glück in Golden Hits Valley. Und vergiss nicht, Klaus von mir zu grüßen, wenn du ihn fragst, warum er das Tor nicht geöffnet hat. Auf geht's! Ja, wenn wir jetzt tatsächlich einen Tag warten müssen, dann werde ich jetzt gleich im Anschluss nochmal nach Südhof fahren. Wobei ich glaube, wir können da gar nicht hinfahren, wir müssen da mit der Fähre fahren. Oh. Entschuldigt, ich bin ein bisschen müde. Und einmal das Pferde von Jorvik Rennen machen. Jetzt haben wir uns ja schon das süße kleine Pony gekauft, dann können wir ja das Rennen auch mal machen. Das wäre ja passend, bringt uns dann auch schöne Erfahrungspunkte und vielleicht auch ein paar Schillinge, muss ich dann gucken. Ich habe ja auch die 10.000 bald wieder voll, noch nicht ganz, aber ich denke mal, wenn ich mich noch bemühe, schaffe ich das heute noch. Dann mal gucken. Aglaia, das ist aber lange her. Du möchtest wissen, ob ich dir helfen kann, eine Schlüsselkopie zu schmieden? Der Schlüssel zur Stadt? Okay, der Zweck heiligt die Mittel. Ich helfe dir damit, dass wir Klarheit darüber bekommen, was dort vor sich geht. Oh, welche Quest ist es denn jetzt? Nee. Ich brauche Eisenerz, um den Schlüssel für dich schmieden zu können. Du weißt ja schon, dass ich es in der Damaskusmine südwestlich von hier befindet. Nimm meine Hacke und reite zur Mine, damit wir bald anfangen können. Okay, ich war mir jetzt eben nicht ganz sicher, welche Quest es jetzt ist. Die erste, die ich angeklickt habe, war es auf jeden Fall nicht. So, einmal schnell ein bisschen Erz holen. Ach, der Boden hier ist aber schön. War ein Haufen von nichts. Wir versinken sogar im Boden. Tja, wunderschön. Naja. So, weiter geht's. Oh, Baum. Wieder zurück zu Gondat. Sehr gut. Das hast du ja schon früher einmal gemacht. So langsam machst du das richtig gut. Das kann ein bisschen dauern. Wenn du mir allerdings mit der ersten Phase hilfst, dann geht es schneller. Außerdem kannst du so deine Schmiedekunst weiterentwickeln. Eines Tages willst du vielleicht Schmiedelehrling werden. Wer weiß. Hör nun zu. Manchmal will ich, dass du das Eisen auf dem Armboss mit dem Hammer bearbeitest.
Manchmal will ich, dass du das Eisen im Feuer erhitzt und manchmal will ich, dass du es im Wasser kühlst. Ich sage dir jeweils, wann was zu tun ist. Timing ist hier sehr wichtig und wenn dir eine Sache misslingt, müssen wir von vorne anfangen. Hast du verstanden? Und du kannst nicht auf deinem Pferd sitzen, wenn wir schmieden. Diese Arbeit macht man mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Stelle Little Rebel ein Stück weiter weg. Bitteschön, hier hast du meine Schmiedezange und Hammer. Sei bereit, sie anzuwenden. Oh, jetzt habe ich beides in der Hand. Ich hoffe, das geht dann nach der Quiz wieder weg. Das wäre nicht so toll. Ich hoffe, ich habe jetzt auch die richtige Quest angenommen. Ich bin mir irgendwie gerade nicht so sicher. Aber naja, wird schon. Wenn nicht, haben wir jetzt halt irgendwas anderes weitergemacht. Nutzlose Zeit war es ja nicht. Nicht. Also Schmied wäre jetzt ehrlich gesagt nicht so mein Traumberuf. Hätte ich gar keinen Bock zu, glaube ich. Also Hut ab an jeden, der das macht und an jeden, der das gut kann. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Aber ja, für mich wäre es nichts. Oh, wie lang denn noch? Wir sind gleich mal fertig. Kühle das Eisen im Wasser. Ja, was mache ich denn die ganze Zeit? Ach, endlich. Ja, du freust dich auch, dass wir fertig sind, ne? Hallo. Danke. Du warst eine sehr fleißige Schülerin, muss ich sagen. Ich glaube, du kannst richtig gut werden, wenn du willst. Ich werde die Arbeit mit dem Schlüssel jetzt abschließen und dann muss ich das Eisen bis morgen ausruhen, damit es besser hält. Komm morgen zurück, dann ist dein Schlüssel fertig. So, ich bin jetzt tatsächlich noch einmal schnell nach Südhof geritten. Und wir machen jetzt hier noch das Rennen bei Guillermo Gadea. Hallo, ich bin Guillermo Gadea. Ich bin einer der Gründer der PVJ-Fokusrennen. PVJ steht dabei übrigens für Pferde von Jorvik. Wir sind eine kleine Organisation, die vor einer Weile zu Ehren unserer wunderschönen Pferde hier auf Jorvik gegründet wurde. Meine Kumpels und ich veranstalten diese Fokusrennen für bestimmte Pferderassen oder Rassen mit ähnlichen Eigenschaften. Wir denken, unsere Rennen sind eine perfekte Möglichkeit für Pferdefreunde, sich zu treffen und sich über ihre Liebe zu ihren Pferden auszutauschen. Dieses Mal haben wir eine tolle Rennstrecke hier auf der Südhof-Halbinsel vorbereitet. Versuch dich gerne an dem Rennen. Du brauchst dazu ein Welschpony, ein Assateague-Pony oder ein Gotland-Pony. Wenn du an dem Wettbewerb teilnehmen möchtest, komm einfach zu mir oder schnapp dir eine Freundin und starte dein Rennen, indem du dich auf der Tafel hier neben mir einträgst. Ich dachte, mit dem Neuen können wir da auch teilnehmen. Ich hoffe, ich sehe dich bald auf unserem Parcours. Du kannst mit einem Welschpony, Assateague-Pony oder Gotland-Pony am Rennen teilnehmen. Bist du bereit? Dann los! Anscheinend haben die vergessen, den Text zu ändern. Man kann mit dem Dartmoor-Pony teilnehmen, aber sie haben wohl vergessen, den Text zu ändern. Sehr schön. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie viel Schillinge und so das uns jetzt bringt. 20. Na, schade. Wäre schön, wenn es ein bisschen mehr bringen würde, weil wir gerade so Schillinge brauchen. Weiß nicht, ich bin übelst enttäuscht, dass momentan die Pferde, die bei diesen Rennen teilnehmen dürfen, nicht mehr im Angebot sind. Das war ja eine Zeit lang so und ich fand diese Regelung einfach total toll.
Ich habe dann auch immer extra auf diese Rennen gewartet und habe dann automatisch auch gleich irgendwie immer viel mehr Pferde gekauft, weil ich dann meistens, wenn eine Rasse dabei war, die ich halt schön finde, fast alle Farben gekauft habe. Und somit halt allgemein viel mehr Pferde gekauft habe als jetzt so. Auch mehr Starcoins ausgegeben habe als jetzt so. Aber anscheinend hat sich das für Star Stable nicht gelohnt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen sie es nicht mehr und ich persönlich finde es super schade. Ich hoffe, dass sie das vielleicht bald doch wieder einführen. Und dann mal gucken. Ich hoffe auch, dass sie dieses Jahr zum Black Friday wieder Black Friday-Angebote machen. Also halt nicht Starcoins-Angebote oder so, sondern letztes Mal gab es ja, glaube ich, auch den Moorland Bazaar. Also den gab es jetzt auch im Sommer einmal, glaube ich. Aber ich glaube, den gab es halt zum Black Friday auch. Und da waren halt auch Pferde im Angebot. Das würde mich halt auch freuen, wenn es das wieder geben würde. Aber das ist ja auch noch ein bisschen hin. Es war mir eine Freude, deinem Pferd zuzusehen. Komm wieder, wann immer du Lust hast. Aber denk dran, das Rennen wird nicht allzu lange angeboten. So, ihr Lieben, das war's dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Nächstes Mal werden wir dann in Golden Hills weitermachen. Ich werde extra heute nicht weiter aufnehmen, sondern dann halt erst morgen, wenn der Tagesblock abgelaufen ist. Und mal sehen, wann wir dann wirklich in Golden Hills ankommen, ob schon in der nächsten Folge oder erst später. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!